Freunde der gepflegten Gerätevorstellung. Heute auf den Tisch gebracht die CMA 416 ST. 160 Ampere elektrisches Handschweißen, 40 Ampere Schneidstrom und einen eingebauten Kompressor. Das Paket der CMA 416 ST kommt zu euch mit Maschine, mit AG60 Kontakt. Brenner zum Plasmaschneiden, Massekabel und dem Elektronenhalter. Die Kabellängen betragen 5 Meter. Das erste, was wir uns heute anschauen, ist das Schweißen und wir gucken einmal drauf, wie wir uns zum Schweißen vorbereiten und wie unsere Massenzange und das Elektrodenkabel angeklemmt wird. Kurzer Blick auf die Front, einmal kurz erklärt, was wir hier vorne sehen. Wir haben den Drehpoti für das Einstellen der Stromstärke. Wir haben den Luftnachlauf zum Regeln der Kühlung des Plasmabrenners sowie zwei LEDs für Stromüberlast und Überhitzung und dem Schalter zum Wechseln von Schneiden und Schweißen. Einmal in den unteren Part geschaut, Plus und Minus für das Elektrodenschweißen. Anschluss für den Plasmabrenner, Kommunikation bzw. Steuerung und das Masse- bzw. Stromrückführungskabel. Das erste, was wir machen, wir bereiten das Gerät zum Schweißen vor. Dazu müssen wir wissen, was für Elektroden wir verschweißen. Wir verschweißen heute die ER6013RR. Diese Elektroden werden am Minuspol verschweißt. Somit kommt die Elektrodenzange auf den Minuspol. Dementsprechend kommt Masse, also Stromrückführung, an den Pluspol. Elektroden schweißen, Minimalstromstärke 10 Ampere, maximale Stromstärke 160 Ampere. Massekabel kommt bei mir an den Tisch. Ist die Massenzange mit dem Werkstück oder mit unserem leitenden Tisch verbunden, liegt Strom an unserer Elektrodenzange an. Hinweis an der Stelle, bitte nicht mit eingesteckter Elektrode auf den Tisch legen, besser isoliert auf einem Brennerhalter. Kleiner Praxistest, E6013RR wird verschweißt bei 90 bis 130 Ampere. Hier wählen wir einen mittleren Wert von 110 Ampere Stromstärke. Elektrode einstecken, schweißbereit machen, Schweißhelm, Handschuhe, auf geht's, einmal schweißen.
Eine Schweißnaht wurde nun hergestellt. Jetzt bauen wir das Gerät um auf Plasmaschneiden. Hierfür müssen wir das Gerät einmal umbauen. Dazu entfernen wir die Elektrodenzange. Die Masse ganz einfach umstecken. Auf die Stromrückführung für das Plasmaschneiden und nun das Schlauchpaket anklemmen. Anlupfen des Staubschutzes, Schlauchpaket aufschrauben, handfest anklemmen, den Zweipolstecker aufstecken und mit der Überwurfmutter festschrauben. Umstellen auf Cut, gewünschte Stromstärke einstellen. Wir gehen auf 30 Ampere und sind nun schneidbereit. Eingebauter Brushless-Kompressor, 1,89 PS und flüsterleise, wir zünden einmal in der Luft. Alle Schrauben sind gelöst. Wir heben jetzt einmal das Gehäuse ab. Wir riskieren einen Blick auf den Brushless Flüsterkompressor, der in einem Aluminiumgehäuse daherkommt. Zwei Zylinder, 1,89 PS Leistung. Brushless, somit sehr verschleißarm, ölfrei und mit 65 Dezibel flüsterleise. Kleiner Blick auf die Filtereinheit. Einfach aufschrauben, Filter rausnehmen und gelegentlich mit Druckluft freiblasen. Das Plasmaschneiden generiert Metallstaub. Bitte regelmäßig von Staub befreien. Mein Kompressor ist eingestellt auf 2 Bar. Einfach das erhöht die Lebensdauer und verhindert ungewollte Kurzschlüsse auf der Platine. Letzte Schraube fest, Gerät abgereinigt, nach getaner Arbeit mitgelieferte Schutzhülle nehmen, Gerät hübsch einpacken und im Schrank oder der Werkbank verstauen. Einschaltdauer des Gerätes ist in der Plasma-Schneidfunktion bei 60% Einschaltdauer 40 Ampere und bei 100% 31 Ampere. Für das Schweißen gilt 60% Einschaltdauer bei 160 Ampere und bei 100% Einschaltdauer 124 Ampere. Liebe Freunde, gepflegte Gerätevorstellung, die erste CMA 416 ST. Wir sehen uns wie immer in der nächsten.